Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Drakensang Online. Tagebuch Eintrag Nummer 17. 17! Jo. Letztes Mal gab es die Talfahrt. Und da dachte ich das Spiel so, hä, weißt du was? Jetzt geben wir ihn mal. Jetzt rasten wir einfach mal aus. Was habe ich bekommen? Einmal Grimax flammender Zorn. Und dann ist so am Ende des Tag letzten Farmtages einfach mal so eine Axt gedroppt. Ich dachte mir so, pff, Axt, schöne Glyphen. Oder kannst du schon verkaufen für Gold? Dachte mir so, die Werte sind gar nicht mal so schlecht. Und dann noch direkt vier Sockel. Heftig. Dann habe ich einfach gesagt, ja, packe ich mal vier Perfekte rein. Und dann habe ich so geguckt. Krass, der Schaden ist gleich. Wie viel Schaden habe ich nur mehr mit einem Royalen? Und sogar auch noch mehr Crit. Dachte mir so, krass. Habe ich reingemacht? Boom. Krass. Also, krass. 200 Schaden mehr. Und dann musste ich die halt nehmen, weil 200 Schaden. Dann nehme ich dann doch lieber die Waffe. Ja. Mit den, wie heißt es? Ach genau, Cubes. Cubes gab es diesmal nicht so viele, weil ich kam irgendwie nicht zum Farm, aber ey, eine lustige Zahl. 333. Ich bin um einen Speed Breakpoint, glaub runter. Ne, zwei bin ich runtergegangen. Weil ich nun komplett umgestellt habe. Was mir jetzt, also ich bin jetzt auf jeden Fall defensiver gebaut. Also jetzt gehe ich erstmal die, also ich glaube, das waren, also erstmal die Gesamtspielzeit, die waren 24,5 Stunden. Von der vorherigen Woche waren es drei mehr, also 27, und davor waren es zwei mehr. Das heißt, jetzt geht es der Tag runter, zwei, drei, und in dieser Woche werden es 4 Stunden weniger werden. 20,5, mal gucken. Vielleicht auch etwas mehr Sterngold eventuell kommen. Okay, erstmal hier nochmal die Steine. Was habe ich denn so alles drin? Beziehungsweise hier kommt das Teil hin. Auch schon eine Menge. Und jetzt kommen wir zur Zier, denn da hat sich so einiges geändert. Ein Heiliger, zwei Perfekte und ein strahlender Onyx und ein königlicher. Also mit der 2 Royal drin. Jo, und das passt. Schön viel Damage. Ja, fällt gerade auf, habe ich das vorherige Cube-Video überhaupt hochgeladen? Ich glaube, das habe ich verkackt. Naja, gucke ich gleich mal nach. Auf jeden Fall erstmal jetzt die Stats. Die vorherigen Stats waren mit denen hier. Okay, dann 3361. Jetzt sind wir bei 3377. Maximal, also und das ist eine Steigerung von Daumen mal Pi 200. Maximal Schaden 4450 auf 4570. Eine Steigerung von 120 Schaden. Dann Leben um 300 erhöht, also von 9075 auf 9300. Sind nicht ganz 300 Leben, aber so Daumen mal Pi. Von 44% Rissi, und jetzt das ist so geil, einfach weil die Schatten gerade weg ist. Auf 53,46%. Ich bin bei den 3000 Rüssi angelangt. Perfekt. Ja, das ist alles gleich geblieben. Bei Crit ist jetzt auch 4% mehr dazu gekommen. Bin von 7800 genau auf 8279. Crit ist auch gleich geblieben und die Widerstände sind auch gleich geblieben.
Einfach nur deswegen, weil sich hier also bei den Defensiven hat sich etwas getan, weil ich das aufgewertet habe. Beziehungsweise generell, was man jetzt sagen kann, was man sich aufgewertet hat. Erstmal natürlich die Zier auf 55, das war Must-Have. Dann halt die Axt 54, der Ring jetzt 54, der 49. Und ich glaube, der Rest ist so geblieben. Ja, der Rest ist so geblieben. Dann wollte ich eigentlich so ein bisschen farmen und dachte mir so, ja, ich glaube, farmst du mal ein bisschen Glyphen. Und da habe ich mich verrechnet und ja, ich habe irgendwie gerechnet, wenn ich 10, 12 Stunden farme, bekomme ich irgendwie 20 Millionen Glyphen. Da habe ich wohl eine Null mir dazu gedenkt. Ja. Kann man auf jeden Fall weniger raus. Also dachte jetzt so, dass ich dann 17 Millionen zusammen habe. Nö. Muss ich sowas 10 Mal einlegen. Vagrant wie diese Woche. Naja. Sterngold-Event kann man nicht so viel haben. Wie viel habe ich noch gesagt? Ja, 333 Cubes. Richtig winzig. Einiges an neuen Items. Übrigens, ich zeige euch mal meine geilen Amulette. Richtig nice. Und auch beim Vollmond-Event das geile Schild bekommen. Ist sogar direkt besser als das. Dann hat hier generell Flammenzorn bekommen, dann noch eine krassere Waffe. Also diese Woche war wieder so ein Peak nach oben. Hatte halt Pech bei der Glücksfähre. Werde ich auch nie wieder überhaupt irgendeine Glücksfähre, werde ich nie wieder benutzen. So ein Scheiß. Hab genau das bekommen, was ich am wenigsten gebraucht hätte. Ich hätte Fessel der Drachen. Wäre auch noch super gewesen, aber warum ausgerechnet das? Fessel der Drachen hätte ich eventuell sogar, also zumindest für ein Tankbild getragen, für Flagge. Hm. Jetzt sonst noch was? Gesamtspielzeit 24,5 Stunden, habe ich schon gesagt. Ne, das war's. Das waren einmal alles ziemlich krass, was sich so verändert hat innerhalb von einer Woche. Das Krasse war, ich habe mir ganz viele Ports gekauft, weil ich ihn gerade abfahren wollte. Hatte richtig krasse Dev-Sachen drin. Ich glaube, das da hatte ich drin und die Anschaut drin. Dann habe ich mich sofort ausgerüstet und dachte mir so: Alter, du hältst mega viel aus. Du hältst selbst, also mich hat dann auch noch 12k Leben. Ich habe einen dieser Vernichtungsknüppel ausgehalten und dachte mir so: Läuft. Und dann so dachte ich mir so, jetzt mache ich so 30 Runs, mal gucken, was er droppt. Und im ersten Run droppte der Zorn und ich habe halt dann nicht mehr weitergemacht. Weil ich war dann so geflasht, ich konnte dann die nächsten 2 Stunden nicht zocken. Das war nice. Ich will auch sagen, das war's jetzt von dem Tagebuch, da ich die Stats vorgelesen habe. Alles andere auch. Müsste das gewesen sein. Ja gut, dann. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüss.